Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer würde bei einer Reaktivierung der Wehrpflicht auch Frauen in die Pflicht nehmen. Wir haben im Moment eine ausgesetzte Wehrpflicht, die laut Grundgesetz allein auf die männliche Bevölkerung zielt. Hier sollte man Gleichberechtigung herstellen. Aber dazu brauchen wir erst eine entsprechende politische und gesellschaftliche Diskussion, sagte Breuer am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Notwendigkeit dafür gäbe es mit der Verteidigung Deutschlands und des Bündnisses, fuhr Breuer fort. Deutschland müsse kriegstüchtig sein. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte im Juni Pläne für ein neues Wehrdienstmodell vorgestellt. Dieses soll aus einem Grundwehrdienst von 6 Monaten mit einer Option für zusätzlichen freiwilligen Wehrdienst von bis zu 17 Monaten bestehen. Dazu soll eine verpflichtende Erfassung eingeführt werden, in der junge Männer ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu einem Wehrdienst benennen müssten. Junge Frauen könnten dies auch tun. Breuer sprach sich für Pistorius' Modell aus. Militärisch betrachtet brauchen wir eine Aufwuchsfähigkeit, nicht zuletzt mit Blick auf die Planungen der NATO. Außerdem sind wir die zentrale Drehscheibe für das Bündnis. De facto führen bei einem Aufmarsch unserer Alliierten alle Wege über Deutschland, sagte Breuer. Für all das brauche die Bundeswehr Personal. Insgesamt liegt unser Bedarf bei über 400.000 Zeit- und Berufssoldaten sowie Reservisten. Um diesen Bedarf zu decken, brauchen wir ungefähr 100.000 Reservisten zusätzlich, so der Generalinspekteur weiter. Dies könne das neue Modell zunächst decken, aber ganz ohne verpflichtende Anteile wird es dabei nicht gehen. Die Wehrpflicht war 2011 in Deutschland unter Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Das kam einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich.